Hey meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen kleinen Abenteuerfolge von den Da Vincis, wo wir die Burg unseres Lebens bauen. Und damit willkommen zurück, Freunde. Ich sag zwar immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann macht ein paar Likes, aber wenn ihr wirklich gerne meine Videos guckt und wollt, dass wir weitermachen mit Going Medieval und anderen Projekten und nicht irgendwann der Kanal stirbt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wirklich hin und wieder auch mal ein Like mehr gibt. So wie früher, denn für euch ist das nur ein kleiner Mausklick. Für mich ist es viel mehr. Und schön, dass ihr wieder dabei seid, um die Burg weiterzuerleben. Und ich habe eine Bitte an euch. Ich will mal eure Meinung dazu wissen. Ich mache Screenshots zu der Burg seit einiger Zeit. Also quasi seit Anfang habe ich immer zwischendurch Screenshots gemacht, wie die Buchse entstanden ist und so weiter. Und ich habe überlegt, aus den Screenshots und ein paar Teile der Aufnahme immer so ein bisschen so einen Short zu machen, wie die Burg dann wirklich so entstanden ist. Meint ihr, das kommt gut an? Wär das cool, so am Ende der Staffel so ein Shorts-Video zu sehen für eine Minute, wo ich dann so zeige, Stück für Stück, Screenshot für Screenshot, wie weit diese Burg gewachsen ist? Wäre doch cool, oder? Schreibt mal gerne, was ihr dazu denkt, in die Kommentare. Und wir lassen jetzt unsere Kerle hier weiter arbeiten, damit wir langsam hier weiterkommen und fertig werden. Wir brauchen dann nämlich eine schöne, stabile Burg, die uns in positiven wie in schlechten Zeiten gut schützt. Ich habe auch drüber nachgedacht, wie machen wir das hier mit dieser Vorburg, die wir hier vorne halten. Wir gehen ja hier rüber, da hoch und dann da rein. Hier rüber. Und machen ja dann hier eine Mauer, die hier rüber gezogen wird. Und dann wird es ja hier einen doppelten Aufgang geben. Da werden ja hier so, weiß nicht, zweimal so Wand kommen. Zweimal Kalksteintreppe, die uns dann nach oben bringen in die Burg. Davor machen wir, weiß ich noch nicht, vielleicht hier einen Durchgang. Und machen das dann mit Brettern rüber. So eine Art Mini-Brücke. Müssen wir mal gucken. Wir haben die Werkstatt. Das bedeutet, ja, unsere Werkstatt ist endlich fertig, Freunde. Ist das nicht schön? Schon cool. Jetzt können wir auch gucken, dass wir genug Winterkleidung und so kriegen. Wir haben Frühling, das heißt Sommerkleidung macht mehr. Machen wir mal zwei. Vielleicht schon eine Kappe, ne? Und hier machen wir natürlich Steine. Bis wir 1000 Steine haben. Nicht genügend Ressourcen? Ah, warte. 1000 ist viel. 500 reicht das mal. Nicht genügend Ressourcen. Ach, wir haben keinen Kalkstein. So, Freunde, dann wird es Zeit, dass wir unseren Berg, unseren kleinen Steinbruch hier weiter fortsetzen. Wir haben jetzt die Treppe fertig. Bauen jetzt hier noch so ein Lehmstück. Oh, okay, das wirkte gerade so, als würde sich das aufhängen. Jetzt haben wir hier Kalkstein. Geil, passt perfekt rein. Das wird abgerissen. Und da bauen wir auch einen Lehmwand. Und da bauen wir da eine Treppe rüber. So, wir können endlich, Freunde... Oh, Leute, warum leckt das so? Endlich Möbel 2 herstellen. Und mit dem Möbel 2 können wir richtige Truhen bauen. Oh, herzlich Glückwunsch, Toshimiro. Alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Armer, alter Mann. So. Kerzenständer. Können wir jetzt auch machen. Und wir Bienenwachs. Bienenwachs, Bienenwachs,
Bienen, Bugs. Wo bauen wir die hin? Wir können hier einen kleinen Garten machen. Hier einen kleinen Garten. Das wäre cool. Das würde mir gut gefallen. Das würde mir sehr gut gefallen. Da machen wir einen kleinen Garten hin. Hier vor. Mit so Tischen. Und dann machen wir darüber ein Pavillon. Ich habe gehört, man kann wohl einen unterirdischen Garten machen. Müssen wir mal gucken, wie das geht. Müssen wir wissen, wie man das baut, ja? Das ist zum Beispiel Gras. 100%. Und es ist unter Dach. Das bedeutet, wir könnten hier was anpflanzen. Das probieren wir aus. Wenn das nämlich geht, dann können wir... Wir haben gar nichts, ne? Das wird gut. So, jetzt reißen wir jetzt ein Stück ab. Wir brauchen eh den Stein. Noch mehr Wölfe, die haben geworfen. Zeit, dass wir die auch wegholzen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Kalkstein, Freunde. So, da können wir nicht mehr weiter graben. Da ist nur noch Gras. Und hier ist wieder Kalkstein. Das heißt, da können wir rüber. Aber bevor wir da weitermachen, soll die erstmal das da wegholzen. Oh nein! Oh, dämlich. Blöder Toshi. Hätten wir das lieber hier gemacht. Ach ja, man lernt aus Fehlern. Das machen wir weg. Habt ihr gesehen? Da fehlt ein bisschen Ton, ne? Oh, wir brauchen auf jeden Fall wieder Holz. So ein wirklich heißes Wetter. Wenn ihr die Folge guckt, dann ist bei euch wahrscheinlich wieder kaltes Wetter, weil es soll nächste Woche auf jeden Fall regnen und richtig kühl werden. Ich freue mich wirklich. War schön, dass wir mal hier ein bisschen wärmeres Gefilde hatten. Aber ich bin auch froh, wenn es wieder kälter wird und langsam Winter kommt. Tatsächlich. Schön. Eine Gruppe von Tieren. Rotwild ist aufgetaucht. Geil. Rotwild ist gut. Rotwild gibt Fleisch. Wie viel Fleisch haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Johannisbeer. Guck mal. Die Anbaufeld ist ganz oder teilweise überdacht. Unter Dächern können keine Pflanzen ausgesät werden. Das bedeutet, wir können nicht unterirdische Blumengärten machen. Außer, wir lassen da drüber ein offenes Dach. Und das möchte ich nicht. Und damit hat sich das Thema dann auch wieder erledigt. Unterirdischer Pflanzengarten geht erstmal soweit nicht. Die Blumen würden nicht wachsen. Aber ist nicht schlimm. Das hier sieht schon echt cool aus, Freunde. Das gefällt mir richtig gut. Ja, das ist gut geworden mit dem Vordach hier. Das werden wir natürlich hier alles abreißen und daraus Dingsstein machen. Was haben wir hier? Talg haben wir. Ein Karai. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal Armbrüste, oder? Oder mal anständiges Saufen. Dass hier nicht mehr diese fermentierte Maische saufen. Wir wollen ja sowieso eine Brauanlage bauen. Dann macht das schon Sinn.
Und Eisherstellung brauchen wir auch. Ach, wir müssen doch so viel machen, Freunde. Der Turm ist auch so gut wie fertig. Der eiserne Turm. Ich finde, der passt ganz gut rein in die Burg. Müssen wir gucken, wie wir das anhand haben. Theoretisch könnte er ja hier über die Zinn durch das Fenster reinklettern. Ach ja. Vielleicht ist er ein zu hoch, aber... Ganz ehrlich? Wir brauchen dieses Lager hier. Wir haben so viel Eisenbahn endlich. An Eisen mangelt es nicht mehr. Also überall jetzt verstärkte Türen. Die sogar doppelt. Und auch hier verstärkte Türen. Ah, da müssen wir auch noch verstärkte Türen reinmachen. Das wird eine einzige Festung, da kommt keiner mehr durch. So. Intellekt 38. Junge, 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 der Scholle. Der Scholle wird ein ganz schlauer Junge. Der wird auf jeden Fall uns forschungstechnisch nach vorne bringen. Wie sieht's aus? Sind die Bücherregale schon alle voll? Sind schon voll? Wir müssen echt überlegen, ob wir noch ein Bücherlager machen. Krass. Sind schon alle voll. Wie viele Chroniken haben wir? Okay. Die liegen schon am Boden, weil keiner mehr weiß, wohin. Okay, wir sollten uns überlegen, ob wir auf der zweiten Etage auch noch Bücher machen. Eigentlich hatte ich überlegt, dass wir hier Wohnräume hinsetzen. Und dann eine höher, die dann offen ist. Hm. Aber vielleicht können wir das auch teilen. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, sollte ich jetzt erstmal hier weitermachen. Was hast du vor, Toshi? Rede mit uns. Okay, ich erzähle euch, was ich vorhab. Wir bauen eine längere Treppe, die hier vorne reingeht. Und dann geht die durch einen Garten. Hier wird es einen riesigen Garten geben. Da kommen ein bisschen Blumen, ein bisschen Bienenstöcke und so weiter. Damit ernähren wir uns auch gleichzeitig. Hier ist zum Beispiel der erste Apfelbaum von vielen Apfelbäumen, die noch kommen werden. Der hier ist sogar wild gewachsen, krass. Den Setzling will ich haben. Vielleicht wachsen noch ein paar wilde. Krass, Pilze haben wir auch hier. Da kann man kein Bild... Ah, guck mal. Die Treppe hat gut funktioniert mit dem... Dings. Die Lehmwand, die hat eigentlich Prio 1. Aber das passt. Das passt gut, gefällt mir. Jetzt haben wir nämlich da einen sicheren Gang, den niemand stören wird. Und dann können wir hier weiter nach Dings graben. Ja, vielleicht nicht nach Eisen, aber nach Kalkstein. Nach Kalkstein können wir hier graben. Ah, hier ist Lehm. Kalkstein, 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 Kalkstein. Kalkstein, Kalkstein. Hier ist Kohle, Kalkstein.
So. Ah, hier ist wieder Kalkstein. Okay. Das heißt, wir können überlegen, hier die Ader noch aufzuschlagen. Weißt du, man war einmal tief hier durchgerannt. Ah, das tut nicht weh. Einmal hier durch. Oh, Silber. Silber werden wir später auch brauchen, aber nicht jetzt. Und vielleicht wird es Zeit, auch mal ein bisschen Kohle zu kramen. So, und dann wird ein unterirdisches Minennetz kommen. Vielleicht, habe ich überlegt, machen wir später dann hier den Schotten dicht. Das heißt, wir bauen noch ein paar Säulen und so weiter. Strategische Säulen, die dann hier hochgehen. Und dann bauen wir hier draus ein Lager und ein Steinnetz. Das ist dann außerhalb der Burg. Die Leute werden wahrscheinlich den angreifen. Aber hey. Und ein Tod muss bald sterben. Wichtig ist, dass wir erstmal genug Nahrung haben. Das dauert noch ein bisschen. Was ist das hier? Heilpaket. Also wir haben auf jeden Fall genug Zweige. Holz haben wir nicht mehr so viel. Schön. Ja, langsam wird die Bibliothek fertig. Die Balken stehen auch schon. Nicht alle. Nee, das war nicht fertig. Der ist fertig. Das bedeutet... Ja, die haben trotzdem gute Stabilität. Ich würde es einfach nur verstärken. Okay, das passt auch schon. Das muss als erstes gebaut werden. Dann will ich hier noch eine Wand davor. Da soll man später durchgehen. Das wird Teil des Gartens. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir hier erstmal so eine Verbrennungsanlage hier bauen. Hier runter. Mal gucken. Vielleicht bauen wir das hier auch weg. Und dann geht hier die Wand weiter. Gut, die Bibliothek ist fertig. Endlich. Unsere Bibliothek ist... Und die Folge ist schon fast vorbei. Krass. Wir schaffen nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Aber wir schaffen was. Das ist schon okay. Vornicken bist du. Hast. Und da fehlt nur noch die Bibliothekstufe 3. Aber krass, ne? Wir brauchen viel mehr Bücherregale. Der macht wie bekloppt die Bücher. Angriff der Waldbanditen! Oh nein! Sie erschienen schweigend. Die Augen holt, die Haare wild, ranzig riechen mit Blut besudelt. Erkannte jeder in Rheinbock. Die Plünderer, als zum Beispiel mal der tödlichsten Art. Die Leute griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Bewegliche Bilder. Oh Gott. Mit Belagerungswaffen kommen die Freunde. Ein paar haben von euch in den Kommentaren geschrieben, warum die nicht mit Treebox kommen. Die kommen noch im Laufe der Zeit. Am Anfang kommen viele Leute. Dann kommen noch mehr Leute. Dann kommen bewegliche Bilder. Dann kommen Katapulte. Und die haben sogar in der Pipeline, dass später noch mehr Belagerungswaffen kommen, wie eine Rambock und was weiß ich alles. Aber Freunde, wenn ihr sehen wollt, wie dieser Haufen an ranzigen Männern, einer ist sogar nackt, der Bogenschütze, geil. Nackt, Wahnsinn. Wie diese ranzigen Leute uns angreifen. Mit einem Treebok. Ja, ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, wann ihr mit Treebok kommt. Jetzt wisst ihr es. Das, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Erstes Mal, dass wir in Belagerung stehen. Und vielleicht sogar angreifen müssen. Wie sieht es aus? Sie werden da runterkommen. Da. Und dann unsere Burg angreifen. Die Bibliothek zuerst. Freunde, wenn ihr das sehen wollt, schaltet wieder ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gerne liken, wie gesagt. Bedeutet mir viel. Wir haben ein paar Schafe domestiziert. Das ist schon mal okay. Ein paar Schafe tun uns gut. Endlich wieder ein bisschen Wolle. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.